Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Es gibt große, grandiose Neuigkeiten, denn das Simbin-Studio, bekannt für GTR und GTR 2, hat den Nachfolger, den dritten Teil dieser Franchise-Reihe angekündigt. GTR 3 wird, zumindest ist es geplant, für 2018 auf dem PC und auf den Konsolen erscheinen. Es wird ein Multiplattform-Rennspiel, das Ganze basierend auf der Unreal Engine 4. Und im Hintergrund sehen wir hier gerade schon zwei Screenshots, beide auf Spar, beide mit dem Z4 GT 3. Der eine in der Nacht, den wir jetzt gerade sehen, das sieht schon ziemlich lecker aus, und der andere in der Eau Rouge mit leicht benebeltem Hintergrund sozusagen. Also grafisch können wir uns da wirklich auf ein Sahneprodukt, glaube ich, einstellen, weil die Unreal Engine 4 ist schon ziemlich, ziemlich mächtig. Das Ganze ist geplant für 2018. Die erste spielbare Version wird es in 6 Monaten geben, zumindest soll es die in 6 Monaten geben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt innerhalb von einem Early Access Programm sein wird oder eine Beta oder vielleicht eine Closed Beta, wo dann verschiedene Tester dann testen können, oder vielleicht wird es auch nur Videos, also eine Preview geben für bestimmte News-Outlets oder so. Das weiß man alles noch nicht. Man weiß ja bloß schon, dass diese spielbare Version eine Strecke enthalten wird, Wetter, Schaden, Partikelsystem, ein verbessertes und eventuell mehrere Autos, aber die KI wird man sich da auch schon mal angucken können. Das heißt, wir werden in 6 Monaten schon wirklich eine umfassende Preview-Version sehen können. Ich denke mal, also ich weiß ja nicht, ob wir die selber zocken können oder ob wir davon nur Videos sehen oder irgendwelche Leute uns da Eindrücke für schildern dürfen. Vielleicht schreien die mich ja an und sagen, hier, spiel doch mal die Provision. Würde mich sehr freuen. Simbin, falls du zuschaust, ne? Sag mal Bescheid. Hala at me und so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall ziemlich drauf. Denn es wurde gesagt, also zum einen, ich beziehe mich hier auf ein Interview auf Race Department. Das verlinke ich in der Beschreibung, und das habe ich mir mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was da so alles genannt wurde. Und da wurde genannt, dass sowohl Hardcore-Sim-Racing-Freunde als auch die Casuals mehr so in Richtung Konsole mit diesem Spiel zufrieden sein werden. Denn die Leute haben sich so ein bisschen Formel 1 2016 angeschaut und sind damit recht begeistert, wie gut es schafft, diese beiden Genres zusammenzuführen. Casual Racing, also Racing von der Couch aus quasi mit dem Controller, aber auch mit dem Cockpit, mit dem Lenkrad, Hardcore-Simulation. Und das wollen die halt so ein bisschen zusammenfassen. Das heißt jetzt nicht, dass die komplett in die Richtung wie F1 2016 gehen werden und das ein bisschen Simcade-lastig lassen werden. Ich glaube eher, und das vermute ich eher, das wird eine echte Simulation, wo dann mit Fahrhilfen vielleicht nachgeholfen wird, um das Ganze für Controller ein bisschen besser steuerbar zu machen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Und ich glaube, das geht ganz gut. Da kann man gut Fahrhilfen einbauen, die das Ganze dann so ein bisschen freudiger gestalten quasi. Und da brauchst du dann halt nicht unbedingt ein Lenkrad, um ein gutes Spielerlebnis zu haben. Ich hoffe allerdings auch, dass die Konsoleros, die Simulationsbock haben und Simulationsdurst, dass die nicht abgespeist werden mit einer Casual-Version sozusagen. Ich hoffe, dass beide Versionen quasi sich gleichen, die PC-Version und die Konsolen-Version, und dass man auf beiden ein simulationslastiges Erlebnis haben kann. Das ist aber, wie gesagt, nur meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das alles so zutrifft. Der Interviewer vom Race Department hat auf jeden Fall gesagt, dass sich Hardcore-Sim-Racing-Fans laut Aussage von Simbim keine Sorgen machen müssen, dass sie da irgendwie zu kurz kommen. Also, es klingt alles nach einer guten Simulation, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ebenfalls ein sehr guter, sehr, sehr guter Pluspunkt ist, dass die Simbin-Leute mit Sector 3 zusammenarbeiten. Das ist natürlich ein Studio, was aufeinander aufbaut sozusagen, beziehungsweise Simbin hat ja zugemacht. Dadurch haben sich ein paar Leute zu Sector 3 zusammengeschlossen. Jetzt gibt es aber wieder ein paar Leute, die sich wieder zu Simbin zusammengeschlossen haben. Und die Connection ist aber auf jeden Fall noch da. Und deswegen ist schon mal bestätigt, dass dieses Spiel GTR 3 mit Race Room Sounds daherkommen wird. Das heißt, der Sound Designer wird seine Ressourcen auch in GTR 3 reinstecken und auch sein Wissen weitergeben. Also wir können davon ausgehen, dass dieses Spiel, was jetzt hier im Hintergrund auf den Screenshots zu sehen ist und so lecker schon aussieht, auch richtig lecker klingen wird mit Race Room ähnlicher Qualität. Und das ist schon mal eine richtig geile Ansage. Außerdem eine gute Ansage ist, dass GTR 3 keinen Online-Zwang benötigen wird. Man wird online, also Internet, nur benötigen, wenn man online zocken wird. Und es ist nicht so, dass wie bei Race Room jetzt gerade mit der Steam Wallet gearbeitet wird, wo da ja auch Abfragen stattfinden die ganze Zeit. Hast du den Content, hast du den nicht? Ne? Und deswegen musst du da die ganze Zeit online sein. Das wird bei GTR 3 nicht der Fall sein, und das wird ein Standalone-Spiel. Sehr, 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 sehr geil. Ebenfalls noch mega geil und ein Vorteil der Unreal 4 Engine: 24 Stunden Tag und Nacht Rhythmus. Das lässt auch hier das Hintergrundbild schon andeuten, aber es wird auch dynamisch sein. Das heißt, du wirst also 24 Stunden Rennen fahren können, wie auch in GTR 2 schon. Richtig nice. Außerdem wird es dynamisches Wetter geben mit detailreichem Regen, mit Pfützen, die sich auf- und abbauen und die dann auch simuliert werden, wo du mit deinem Auto dann halt durchfahren musst. Gute, gute, gute Nachrichten, wie ich finde. Und
ja, aufgrund dieser guten Nachrichten habe ich mir einfach mal gedacht, schmeißen wir den Vorgänger nochmal an, schmeißen wir GTA 2 nochmal an. Das sehen wir jetzt hier im Hintergrund. Wheelcam ist auch am Start, Tachchen. Und wir fahren einfach mal ein Rennen, Wochenende allerdings nur ein Rennen, 17 Minuten hier circa im Rahmen der Official 4 GT 2004 Serie, das Ganze auf Monza, damit ich mit der Fahrphysik nicht so zu kämpfen muss und die Strecke wenigstens kenne. Dafür machen wir aber Regen an. So. Schön, Widerspruch, ne? Wir fahren das Ganze im Ferrari 575 GTC, wie ihr den wiederbekommt, da packe ich einen Link in die Beschreibung, denn aus Lizenzgründen ist sowohl der Porsche, der mal in der 4 dabei war, oder ja, 2004 dabei war, der und auch dieser Ferrari oder auch der 360 Modena, die gibt's im Spiel nur grau, ohne Skin sozusagen. Das hat Lizenzgründe und das ist halt leider so. Aber die kann man sich ganz leicht wieder heranmodden. Link dazu in der Beschreibung. So, wir wählen den aus. Wir bleiben auf Monza. Genau, die 2004er-Variante natürlich. Und gucken wir nochmal, haben 60% Regen. Es dürfte also spaßig werden. Wir haben einen Zeitvorschritt, den habe ich auch eingestellt. Ich glaube von, na, ist das hier bei Realism? Da, von 10-fach. Das heißt, vielleicht kriegen wir da auch noch einen kleinen Wetterwechsel rein. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Seid bitte nicht so hart zu mir, falls ich hier Scheiße baue, weil ich jetzt nicht wirklich großartig Zeit hatte, Proberunden zu drehen nach dem Assetto Corsa-Marathon von vorhin. Und, ja, dementsprechend seid mir nicht böse, wenn das nicht so geil wird. Es ist auf jeden Fall wet, wir haben 20 Grad und die Conditions scheinen so zu bleiben. Wir fahren 8 Runden und es sind insgesamt 36 Leute auf der Strecke, wo wir, glaube ich, irgendwo... Starten wir denn ganz hinten? Ich weiß es gerade nicht. Wir nehmen mal den Sitz ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt habe ich nicht gefunden, das könnte ich nochmal eben kurz gucken. Field of View Einstellungen. Ne, die waren hier irgendwie nicht mit dabei. Vielleicht bei Advanced auch nicht... Ich habe auf jeden Fall grafiktechnisch erstmal alles hochgeschraubt. Das dürfte die Grafikkarte ja wohl noch packen. Ja, und wir gehen mal ins Rennen und überspringen mal direkt schon mal diese schöne Intro-Fahrt, obwohl die eigentlich ganz geil ist, um sich die Karren anzugucken. Guck mal, links Maserati, rechts nochmal Ferrari, Lamborghini ist auch dabei, Lotus ist dabei. Viele verschiedene Fahrzeuge. So, und dann geht's hier los. Und wir überspringen die Formation Lab. Das machen wir auch direkt mal. Zack, und dann können wir hier Gas geben. Ich mache mal eben mein Headset ein bisschen lauter. Wir warten auf Green und da geht's los. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier... Ja doch, scheint alles gut zu laufen. Ich muss das leider im Windowed-Modus aufnehmen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die FPS da ein bisschen spackt. Aber im Vollbildmodus kriege ich es nicht aufgenommen. Da läuft es aber butterweich und butterschmooth. Wenn ihr das also noch anzocken wollt, ich habe es jetzt auf Steam mal irgendwann durch so ein Simbin-Pack habe ich es mir gegönnt. Weil ich die Original-CD nicht mehr gefunden habe. Naja, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Das läuft wunderbar über Steam. Gar kein Problem. Mein einziger Kritikpunkt, den ich bei GTA 3 habe, oder vermutlich haben werde, ist, dass es nicht so aussieht, als dass wir da Straßenautos... Oh, hier dreht sich die KI schon fleißig. Ich muss hier auch aufpassen hier, dass die Karre sich nicht wegdreht. Auf der Bremse ist das doch schon recht wild. Obwohl wir leichtes ABS und leichte Traktionskontrolle aktiviert haben. Naja, also es wird ein Titel mit Rennwagen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon vorhersehen. So wie Teil 1 und Teil 2 auch. Und das ist auch keine wirkliche Kritik. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung, dass ich es schade finde, ne, dass wir dann eine neue Simulation haben und da dann keine Straßenautos mit drin sein werden. Aber... gut, ist dann halt ein Genre, wofür man sich entscheidet. Und so langsam werde ich auch immer wärmer mit dem Rennsport. Oh Gott, Rasen ist unbedingt zu vermeiden. Und wir haben schon den ersten Schaden, bevor es hier in die letzte Schikane geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz leichte Schiefstellung am Lenkrad, kann ich schon merken. Ja, und wenn ihr euch wundert, warum sind denn Porsche hier überhaupt im Spiel? Die wurden im Rahmen der FIA GT-Lizenz lizenziert und kommen nicht direkt von Porsche, sind also außerhalb des... Alter! Fuck. Sollen wir eben neu starten? Komm, wir starten mal eben neu. Entschuldigt bitte, das ist aber unsauber. Nee, so wollen wir das nicht weitermachen. Karre ist schon kaputt. Eine Menge Schaden. Das wollen wir so nicht weitermachen. Deswegen starten wir hier einfach nochmal neu. Naja, die wurden auf jeden Fall nicht direkt von Porsche lizenziert, sondern halt eben... im Rahmen der FIA GT Lizenz. Und so ähnlich ist es auch mit dem 360 Modena oder dem 575 GTC, in dem wir gerade sitzen. Ich glaube, der 550 ist auch noch vertreten hier.
Die KI ist ein bisschen lahm hier im Regen unterwegs. Allerdings ist es ja auch noch die erste Runde. Also wollen wir da mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und die sich auch mal so ein bisschen setzen lassen sozusagen. Die steht jetzt aber auch nicht auf schwerster Stufe. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel Zeit in die Einstellung hier gesetzt, um das alles optimal zum Laufen zu bringen. Grafik hochgeschraubt, Steuerung eingestellt, Strecke und Fahrzeug ausgewählt. Oh. Ich denke, das merkt man auch. Aber es ging ja auch eher um die News am Anfang und ich wollte hier einfach nochmal einen kleinen Einblick in den Vorgänger machen, der ja immerhin auch schon, ja, wann ist der? 2004, glaube ich, rausgekommen, ne? 13 Jahre alt ist. Meine Fresse! Ist das lange her? Nissan 370Z vor uns. ...250 und wir bremsen mal. Ja, trotzdem zu schnell. Waren wir jetzt aber auch nicht auf der geilsten Linie unterwegs. Bis guckt, dass wir hier nicht weggerammt werden, sonst haben wir wieder Schaden. Da geht Porsche quer. Ach Gott, das Kiesbett saugt dich aber ein, du. Da hast du ja gar keine Chance mehr runterzukommen. Dann gucken, kann ich mich umgucken, jawohl. Ein bisschen ängstlich hier bei diesen Wetterverhältnissen, da richtig zu bremsen. Ausbeschleunigen müssen wir auch aufpassen und auch beim Schalten in der Kurve ist Vorsicht geboten. Ah. Runde 2. Man sieht auf jeden Fall, wie aktiv die KI hier auf der Strecke ist und wie sehr sie sich divebomben lässt. Gar kein Thema. Alles klar, Spotty ist sehr laut gerade. Ja, die KI ist auf jeden Fall die ganze Zeit auf der Strecke unterwegs, rotiert rechts und links, um sich gegen sich selbst zu verteidigen sozusagen. Das sieht, glaube ich, schon ganz geil aus, was die hier für eine Action bietet. Aber wir müssen erstmal so ein bisschen auf Fahrzeugstrecke und aufs Wetter klarkommen. ABS und Traction Control stehen auf Low. Das merken wir auch beim Anbremsen, dass da teilweise doch ein bisschen die Vorderräder stehen bleiben. Aber so langsam ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt. Was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist dieser, bei GTA 2, dieser begrenzte Lenkwinkel. Ich weiß nicht, was sind das, 230 Grad oder so? Das ist nicht wirklich viel. Wo ich jetzt auch gar nicht weiß, ob man das sich vielleicht manuell noch einstellen kann in einer Ini oder so. Wenn man vielleicht auch die Fahrerhände ausmacht, wenn das überhaupt geht. Ja, ihr seht, ich kenne mich mit GTA 2 nicht wirklich gut aus. Wir haben ja damals uns die Power and Glory Mod mal angeschaut. Die wollte ich aber jetzt nicht nochmal auspacken, sondern eher das Standardspiel einmal zeigen. Können wir hier schön mal endlich schnell am Porsche vorbeiziehen. Ich denke mal, alle Fahrzeuge aus unserer Klasse sind schon weit vorne davon gefahren. 280 auf dem Tacho und hier wird es Zeit für uns auf die Bremse zu steigen. Ja, und da haben wir die blockierenden Reifen. Mal eben den Motor nicht abwürgen lassen. Scheiße, ey. Komm rum. Naja, wie am Anfang angekündigt, kein schönes Fahren hier von mir. Eher ein optisches Showcase. Einfach nur, was hier so optisch möglich ist, ne? Mit Regen und eigentlich recht schöner Skybox. Oh Gott, wie schlecht. Naja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin echt überrascht,
dass die in 6 Monaten da halt schon eine zockfertige Version haben. Zumindest ist das jetzt der Plan und die Ankündigung. Also, wer weiß, ob es da noch zu Verzögerungen kommen wird. Der Titel ist auf jeden Fall für 2018 angekündigt. Das heißt, die Jungs haben noch gut 2 Jahre Zeit. Naja, fast. 1 Jahr und 11 Monate, um dieses Ziel zu erreichen. Und da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein. Ich habe keine Ahnung, wie gut sich eine Fahrphysik in die Unreal Engine 4 einbauen lässt. Wie gut die überhaupt mit Rennspielen zurechtkommt. Ich denke mal, Simbin hat sich da genug mit auseinandergesetzt, um sicher zu sein, dass ihre Pläne da gut erfüllt werden können. Wie auch immer diese dann aussehen, ob das vielleicht wirklich im Arcade-Bereich oder im Simcade-Bereich angesiedelt sein werden. Aber diese Aussagen halt, dass Hardcore-Simracer damit zufrieden sein werden, die stimmen mich da, lassen mich da recht positiv gestimmt. Dass das Ding nicht allzu arcade-lastig wird. Ich bin ja auch selber mit den Formel 1 2016 und mit dem Spiel nicht so wirklich warm geworden. Sowohl mit Lenkrad als auch mit Controller. Wobei das natürlich schon in die etwas simmigere Richtung geht, gerade im Vergleich zu den alten Titeln. Zumindest wenn man den Langzeitzockern da so Glauben schenken mag. Aber irgendwie war das für mich trotzdem nicht das Gelbe vom Ei. Hab jetzt auch nicht die größte Affinität zu Formel 1 und so, das kommt ja auch noch dazu. Aber rein fahrtechnisch und Force Feedback technisch und so war das nicht so geil für mich. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Der Fakt, dass an etwas Neuem geschraubt wird, ist schon mal großartig, finde ich. Und das kann nur ein gutes Zeichen für die Simracing-Szene sein. Mehr Produkte auf dem Markt, mehr Auswahl für uns Zocker. Hilfe, spaßige Geschichte hier. Wenn man sich so ein bisschen an die Umstände gewöhnt hat, hier auch an die Bremsen und so. Klar, ganz leichtes Übersteuern ist möglich und so auf dem Gas. Das ist schon nicht verkehrt hier alles. Jetzt sind wir etwas zu spät auf der Bremse und verkackt hier wieder. Ja, ich glaube wegen mir. Danke Spotty für den Hinweis. Hätte ich sonst gar nicht mitgekriegt. Also 360-Modeln auf der Strecke sieht auch schon geil aus, ne? Muss mal eben gucken, ich glaube, ich hatte mir Licht belegt. Ja, da, tatsächlich. Geht also auch, sehr schön und sieht gut aus. Können wir vielleicht mal anlassen. Ja, ich hoffe natürlich, dass es irgendeine Rennserie wird, wo die Nordschleife mit dabei ist. Das wäre für mich mal immer schon mal ein Garant, um reinzugucken, um es zu testen. Aber ich werde es natürlich eh, sobald es raus ist, werde ich es zocken. Einfach nur, um euch das Ganze vorzustellen und mit euch dann auch garantiert Multiplayer-Rennen zu fahren.
Wenn das dann alles so läuft, wie es jetzt gerade klingt, könnte das auch ein guter Titel für sowas werden. Na, nochmal verbremsen. Ah! Okay, 200 Meter sind eindeutig zu wenig Bremsweg für diese Kurve. Es tut mir leid. Aber da sieht man mal, wie schwer und anstrengend das Regenfahren ist, wenn man es nicht gewöhnt ist, so wie ich. Aber stell dich das mal vor, ey. Community rennt 30 Minuten und dann fängt es auf einmal nach 20 Minuten an zu pissen. Das wäre... mega geil, natürlich auch chaosmäßig, bestimmt nicht ohne, aber es wäre halt schön dynamisch, ne? Aber auch für Liegen und so, also das. Diese ganze Wetter-Taktik-Geschichte, die fügt dem Ganzen ja eine ganz neue Ebene an Möglichkeiten zu. Bin ein bisschen früh auf der Bremse. Naja, aber der Fakt, dass wir nicht dauerhaft am 360 Modeln da vorbeikommen, zeigt eigentlich schon, dass ich ziemlich scheiße schlecht unterwegs bin. Platz 19. Naja, ich denke da immer noch gerade drüber nach. Also, ich sag mal so, das klingt danach, als würden wir 2018 einen Titel kriegen mit dem Aussehen, mit den Grafiken von Project Cars 1. Project Cars 2 wird da ja auch nochmal eine Messlatte höher legen wahrscheinlich. Und aber dem Sound von Race Room. Und wenn dann noch die Fahrphysik so auf dem Niveau von Race Room von mir aus auch gerne stattfindet, dann wird das ein grandioses Teil, wo viele drauf gewartet haben. Was dann schon fast in Richtung eierlegende Wollmilchsau geht. Wo dann natürlich immer so ein paar Spacken wie ich noch meckern werden, weil keine Straßenautos bla, aber das wird trotzdem so viele glücklich machen, glaube ich. Oh, Strecke ein bisschen abgekürzt. Spotty meckert aber nicht, sehr gut. Eben gucken. Ach, hier war Ansicht wechseln, alles klar. Da sehen wir oben, dass wir noch 4 Minuten übrig haben. Ich gehe aber mal wieder in die. Da können wir eben von außen rein, wie der Sound so ist eigentlich, ne? Ja. Eher unterwältigend, würde ich mal sagen. Ah, scheiße. Ich habe schon gemerkt, dass er da rumkommen will, aber konnte es da nicht mehr früh genug ausgleichen. Und jetzt ist der Motor auch noch aus. Ich habe mir eigentlich den Startknopf irgendwo hinbelegt. Wo ist er denn? Hier nicht. Doch, da war er. Der Motor geht an.
Alles klar, Motor ist an. Wir gehen wieder zurück in die Cockpit-Perspektive und rammen hier den Porsche in der letzten Runde und haben noch eine Grenze an. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Super gute Vorbereitung. Wer sein Layout nicht kennt, der hat auf der Strecke nichts verloren. Ja, aber wie gesagt, es ging um die News. Jetzt bitte nagelt mich nicht auf dieses Scheiß. Auf diesen Scheiß Fahrskill fest hier. Ich wollte halt auch nicht nur euch mit einem kurzen Video abspeisen, wo ich einmal kurz die Infos runterratte, sondern halt eben auch nochmal ein bisschen Renn-Action zeigen. Und stattdessen ist es ein bisschen Fail-Action geworden. Aber Hauptsache, ihr seid informiert. GTR 3. Es existiert. Also bald. Also, ne? Es wird dran. Es ist kein Gerücht mehr. Und kein Wunschdenken mehr. Es ist fast wie Half-Life 3 in der Sim-Racing-Szene. Ist doch sehr schön. Alles klar, Rennen ist vorbei. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ein bisschen was aus der Wiederholung an. Das kann ich ja doch bestimmt mit R auch einfach toggeln, jawohl. Und spulen wir noch mal ein bisschen zurück. Okay, es geht nur 30 Sekunden. Schade, schade. Ich sage aber trotzdem danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir davon noch mal was zocken werden, wo ich mich vielleicht vorher dann ein bisschen besser vorbereite. Wo wir dann vielleicht auch im Trockenen fahren mit einem nicht ganz so schnellen Auto oder so. Gibt ja jetzt 8 Millionen Möglichkeiten, wie wir das ein bisschen Dookie-freundlicher gestalten werden könnten. Aber ja, wir sehen uns und haut mal in die Kommentare, was ihr so von GTR 3 erwartet und davon haltet. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da so drüber reden werden. So, bis dann, haut rein, macht's gut, tschüss!